Der Green Deal, wie ihn Ursula von der Leyen heute präsentiert hat, hat das Potenzial, zusätzliche Arbeitsplätze und zusätzliches Wirtschaftswachstum in Europa zu schaffen. Wir importieren im Moment für ca. 1 Milliarde Euro Öl, Gas und Kohle. Wenn wir dieses Geld investieren in Europa, in neue Technologien für die europäische Industrie, für unser Handwerk, dann kann das auch wirtschaftlich positiv sein. Für das Klima ist es ohnehin positiv. Es ist aber wichtig, dass wir jetzt andere große Akteure mitnehmen. Hier bei der Klimakonferenz in Madrid gibt es Überlegungen in Südafrika, Mexiko, aber auch China, Indien und Kanada, ebenfalls das Ziel zu erhöhen. Und es ist gut, dass Ursula von der Leyen hier eine gemeinsame weltweite Anstrengung vorsieht, damit wir wirklich das 2-Grad-Ziel oder noch besser das 1,5-Grad-Ziel erreichen und unseren Kindern und Enkelkindern eine Welt hinterlassen, die dann wirklich noch lebenswert ist und den Klimawandel wirklich kontrollieren. Besonders freue ich mich darüber, dass Ursula von der Leyen nicht ein Verbot des Verbrennungsmotors vorgeschlagen hat, wie es Grüne und Sozialdemokraten wollen. Wir setzen nicht auf Verbote, sondern auf Marktwirtschaft. Der Emissionshandel soll für weitere Bereiche gelten. Das ist der richtige Weg, mit Marktwirtschaft und Anreizen zum Ziel kommen und nicht mit Verboten.